Ich habe da mal eine Frage. Was genau ist euer Problem? Ich habe doch den Zeiger genau auf den Frosch gerichtet. Warum fliegt ihr über diesen Frosch drüber? Warum? Was soll der Scheiß? Mann, Mann, Mann. I hate this fucking level. Habe ich jetzt wirklich wieder ein Ei freigeschaufelt? Was ist in dem Ei drin? Honig. Nehmen. Nehmen. So. Ich werde gleich das Ultra-Bitterspray einsetzen. Wenn dieser Typ kommt. Ich hoffe, es funktioniert. Punkt, Minz. So. Anodenkäfer, kontaktiert euch. Kommt. Danke. Und platt machen. Danke. So, weg damit. Schnell. Weg da. Ich krieg da. Ich krieg einen Schreikrampf. Echt. Wie viel habe ich noch? 45. Nimmt nur den Keks. Die Spinne brauchen wir nicht. So. Ihr dürft bitte mit mir hier den Eingang freimachen. Und schon wieder sind Pikmin kaputt. Ich pack's echt nicht. So, das Ding haben wir. Gut. Saftige Matratze. Sehr schön. Komm, mach das kaputt. Ihr auch. Ihr dürft da bitte gerne mithelfen. Das wäre sehr nett. Okay. Ihr dürft das einfach weitermachen. Das ist mir scheißegal. So. Hier ist der Frosch. Hier muss aber irgendwo noch... Oh oh. So ein Dreck. So ein Dreck. Ich muss mal eben überlegen, was ich jetzt mache. Gehe ich jetzt weiter? Ja, ich gehe jetzt weiter. Brauchen ja dann theoretisch nur noch diesen einen Schatz. Wir gehen weiter. Wenn du weitergehst, bleiben alle deine Pigmentkeime zurück. Scheiße, das habe ich vergessen. Okay, eben auf die Karte gucken. Da lang, da lang, da lang. Gut. Oh oh. Wir brauchen die weißen Pikmin. Schnell Keime ziehen. Noch hat er keine Pikmin überrollt. So, jetzt aber. Ja. Dann holen wir die letzten Schätze einfach im nächsten Durchgang. Das ist, anders geht's nicht. Sublevel 1 und 2 haben wir komplett abgeschlossen. Gucken wir uns Sublevel 4 an. Hier brauchen wir definitiv die weißen Pigment. Ohne die kommen wir nicht durch dieses Gift hier. Und, ja, das müsste halt. So. Warum? 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 Warum war jetzt ein Pigment vergiftet?
So, wir müssen aufpassen, wenn hier irgendwo Wasser ist. Da kommen die weißen Pikmin nicht so gut mit klar. So, hier haben wir eine Mauer. Die machen wir mal weg. Dann gucken wir mal eben schnell auf der Map. Achso, das ist der Ausgang. Okay, gut. Können wir uns schon gleich trennen. Olimar bleibt wie immer hier. Dass wir dann ganz schnell wieder flüchten können. Ich hoffe, wir kriegen hier noch ein paar Schätze. Weil der Dungeon resettet sich ja im Prinzip. Also die Gegner sind dann wieder da. Deshalb wird es halt auch nicht super einfach. Wenn wir dann nochmal hier hingehen. Komm, mach das auf. So, Olimar. Ja, von mir aus bleibt noch Chef hier. Oder auch nicht. So, kommt ihr auch noch mit. Du noch. Nein, Olimar, du nicht. So. Hallo? Falschtaste. Diesmal war ich es wirklich schuld. So. Hey, Bombenspinne. Bombenspinne. Weg, 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 weg. Explodier. Nein. Noch eine. Löst aus. Wo kommen die denn alle her? So, weiße Pikmin. Ach gut, sie leben noch. Weiße Pikmin, weg! Bombs! Nein! Falsche Taste. So, weiße Pikmin. Dom. Ist das Ding kaputt? Cool, ihr habt's kaputt gemacht. Finde ich nett. Super. Dann holen wir uns neue Punktwin. Zack. Macht ihn kaputt. Juhu. Ohne, dass er einen von uns kaputt gemacht hat. Sehr schön. Wir haben trotzdem immer noch keine Schätze gefunden. Ha! Du bist so ein Arsch. Bomb. Bomb. Komm, bleib doch an ihm hängen. Er darf keine Bombe produzieren. Das müsste klappen. Nein. Ah, noch eine Bombe. So. Oh mein Gott. Und hier ist nicht mal was. Oh Gott. Bombs. Kommt her. Hallo. Wegfindung und so. Ich glaube, wir sind den ganzen Weg hier komplett umsonst. Weg, weg, weg. Ah, ey. Ihr sollt das bitte kaputt machen. Ihr dürft auch gerne mithelfen, Leute. Da warten schon neue Punktmin auf uns. Sehr schön. So, wann fängt's an? Oh oh. So ein Dreck. Oh nein. Wir haben's verkackt. Wir haben es sowas von verkackt. Ja, Kollege Turnschuh, was machst du?
Okay, wir machen Folgendes. Wir gehen weiter. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Wir kommen da hinten nicht hin. Wir müssen in den Dungeon ja sowieso nochmal rein. Und dann hoffen wir einfach, dass wir eine coolere Map bekommen. Und holen dann den Rest der Schätze. Ja. Wir haben jetzt im vierten Sublevel nicht einen Schatz geborgen. Ich weiß. So. Den Bosskampf habe ich mir angeschaut. Was machen wir? Wir trinken erstmal Honig. War eigentlich dumm. Aber gut. Wir machen dieses Tor auf. Und verwandeln unsere Pikmin in lilane Pikmin. Nein, nicht die weißen. Nur die Pikmin. Ach, verdammte Axt. Ich will nur die hier. So. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Mein Handy will was von mir? Ah. Jemand hat Geburtstag. Okay. So. Dann können wir die gleich mal ziehen. Zack, zack, zack. Nochmal zack. Wunderbar. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Noch mehr? Nein, das war nicht mehr. Okay. So. Mach das auf. Danke. Da gehen wir aber noch nicht rein. Das ist nämlich der Boss. Wir wollen erstmal noch eine weitere lilane Blume holen. So. Dann splitten wir euch wieder. Ich hätte gerne nur die Pikmin. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Hallo? Was passiert denn hier? 1, 2, 3, 4. Die Blume backt. Die frisst nicht. Ja, jetzt aber. Das war's. So. Nein, ernten sollst du. Bist doch ein guter Gärtner. So. Und jetzt alle Honig. So. Ich kann nur mit den Blüten was anfangen, aber es bringt mir gar nichts. So. Ach nee. Ich glaube, wir können schon noch das Ei kaputt machen. Das können wir nicht. Das war so dumm. Wir machen das nochmal. Ich hab's sowas von verkackt. Wir nehmen dafür nur ein einziges Pikmin, das unter Umständen vielleicht geplättet werden kann. Ich dachte, der kommt aus dem Boden und nicht von oben. Aber klar, ein Gegner, der uns plättet, kommt meistens von oben oder von geradeaus und drüber. Leute, wisst ihr was? Dieses Spiel ist gemein. Aber ich will es zu Ende spielen. Ich will es einfach zu Ende spielen. Genauso wie ich Pikmin 3 spielen werde. Auch wenn mich das wahrscheinlich genauso zur Weißglut bringen wird. So. Nein, da geht's hoch. Das wollen wir nicht. Das wollen wir hinterher. Weil wir wollen den Boss ja auch nicht ein zweites Mal besiegen, wenn wir, so. Nein, 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 nein! Oh, Ultra Bitter Spray, das ist cool. Ach, das wollte ich doch auch nicht. Ihr seid doch scheiße. So. Dann müssen wir den Boss nämlich nicht ein zweites Mal besiegen, wenn wir hier runtergehen, um die letzten Schätze zu holen. Mann. Wie dumm ist das eigentlich? Ich ziel genau drauf und der trifft einfach nicht. Der wirft drüber. Wofür habe ich denn das Zielding? So, ich hätte gern nur euch.
Danke. Das scheint, glaube ich, beim ersten Mal geklappt zu haben. Wunderbar. So, das hier nehmen wir mit. Plöpp. Ultra Bitter Spray for the win. So, dann haben wir hier ein Ei. Ich kann dieses Ei spinnen. Ha, Spinnen, regt euch ab. Spinnt nicht so rum. Diesmal ist in der Mitte hier auch kein Ei. Na gut. So, den Eingang hier machen wir auch schon mal frei. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht auch einfach sinnvoll wäre, beim zweiten Versuch den Boss zu legen, aber nein. Hups, hups. So, wir nehmen ein blaues Pikmin. Nein, tun wir nicht. Wir nehmen ein Punktmin. Ein Punktmin. Vielleicht lassen wir es auch ganz sein und gehen einfach so rein.